Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Geeks Phone Revolution und andere Geräte mit Firefox App Manager verbinden. Zur Erinnerung, der App Manager verwaltet die Web-Apps auf Firefox OS-Geräten. Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein, wenn das klappen soll. Auf dem PC muss mindestens Firefox 26 und auf dem mobilen Endgerät mindestens Firefox OS 1.2 verfügbar sein. Auf meinem Geeks Phone Revolution ist Firefox OS 1.3 drauf und hier auf meinem System ist Firefox 28 da. Also müsste das Ganze klappen. Dann muss bei Windows der Treiber vom Hersteller installiert werden. Für das Geeks Phone Revolution findet man den auf der Seite downloads.geeksphone.com. Hier für das Revolution einfach anklicken und dann auf den Link Drivers Download klicken, den Treiber herunterladen und dann installieren. Bei Linux muss UDEV konfiguriert werden. Und zwar geht das wie folgt. Man konfiguriert einfach die Datei 51-android.rules im Verzeichnis etc, udev und rules.d. Man fügt diese Zeile hinzu und verändert dann die Hersteller-ID, je nach Hersteller und mobilen Endgerät. Beim Geeks Phone Revolution ist das hier die 8087. Die kommt dann hier hin. Denn es ist ein Intel-Gerät. Und zwar öffnet man ein Terminal und gibt folgendes ein. SUDO, Leerzeichen, Nano. Das ist der Texteditor. Man kann natürlich auch irgendeinen anderen nehmen. Zum Beispiel gedit. Und dann einfach die Datei kopieren und einfügen. Enter. Passwort eingeben und dann das gleiche mit der Zeile, die kopiert man sich einfach, markieren, halt, nicht richtig, so, alles markieren, kopieren und dann einfügen. Und dann nur noch die ID verändern, nicht 0BB4, sondern für das Geeks Phone Revolution 8087. Und dann das Ganze speichern mit STRG O. Editor beenden mit STRG X. Und dann die Datei für andere lesbar machen. Und zwar mittels Eingabe SUDO. Und die Zeile kann man sich auch wieder kopieren. SHMode A plus ja. Einfügen, Enter und fertig. So, und dann einfach nur noch UDEV neu starten und zwar mittels Kommando SUDO Service UDEV und Restart. Oder man kann auch gleich sein ganzes System neu starten und Enter. Und wenn man gleich UDEV für alle Geräte konfigurieren möchte, dann kopiert man sich einfach hier diese android.rules-Datei von github.com auf sein System. Und zwar, wen es noch interessiert, die ID Product für das Geeks Phone Revolution ist hier 0A16. Nächster Schritt. Man konfiguriert sein mobiles Endgerät. Man deaktiviert die Bildschirmsperre unter Einstellungen. Dann klickt man auf Telefonsperre und nimmt hier das Häkchen bei Sperrbildschirm weg. Einfach deaktivieren. Dann aktiviert man das externe Debugging unter Geräteinformationen, weitere Informationen. Geht in den Bereich Entwicklereinstellungen, klickt auf den Button Entwickler und setzt hier ein Häkchen bei externes Debugging.
Und dann hat man sein mobiles Endgerät, in dem Fall das Geeks Phone Revolution, konfiguriert. Nächster Schritt, das ist OnADB-Helper installieren. Das findet man auch bei den Simulatoren auf der Seite. Einfach hier unten bei Install ADB-Helper draufklicken, erlauben und jetzt installieren. Und das findet man dann bei Extras Add-ons, wo man das Add-on dann auch wieder deaktivieren und entfernen kann. So, bei dem Add-on ADB-Helper wird das ADB-Tool, die Android Debug Bridge, mitgeliefert. Und zwar läuft das ADB-Tool dann im Hintergrund. Das ist ein Tool, um per USB-Verbindung vom PC aus ein Android-Gerät zu verwalten. Und zwar findet man das Tool unter einen Moment. Punkt Mozilla Firefox Zeichenfolge Punkt Default Extensions ADB Helper und Linux. Hier ist dann das Tool. Ich kann auch gleich in das Verzeichnis wechseln, Verzeichnis markieren, kopieren und in das Verzeichnis gehen. Hilfe bekommt man per Punkt Schrägstrich ADB und Help und alle vorhandenen Geräte werden angezeigt mit ADB Devices. Und hätte ich jetzt UDEV nicht konfiguriert, dann würden hier noch Fragezeichen stehen und ein No Permission. Aber das Gerät ist hier verfügbar, also das Geeks Phone Revolution. Und jetzt kann ich zum App Manager gehen. Hier wird es auch nochmal angezeigt und kann hier einfach draufklicken, um dann den App Manager zu verbinden mit dem mobilen Endgerät, wo Firefox OS drauf ist. Also das Geeks Phone Revolution, gebe jetzt noch meine Erlaubnis, klicke hier bei dem Geeks Phone Revolution auf OK und die Verbindung steht. Dann kann ich hier eigentlich nicht viel tun, außer ich kann mir die Berechtigungen anschauen. Dann kann ich ein Bildschirmfoto machen. Da. Und ich kann ebenso hier zu den installierten Apps gehen, kann die Apps starten, anhalten und auf Debugging klicken. Und zwar gibt es hier nur zwei Apps, einmal Marketplace und Wikipedia. Marketplace gehört eigentlich zum Standard und Wikipedia nicht. Wikipedia habe ich später noch hinzugefügt. Aber hier gibt es nur zwei Apps. Die anderen Apps, die Standard-Apps, die haben einen besonderen Status, also die kann ich nicht hier mir anzeigen lassen und die kann ich auch nicht löschen. Wenn ich hier in den Modus gehe, wo ich die Apps löschen kann und auch verschieben kann, wird kein roter Kreis oben angezeigt bei den Icons, wo ich dann die Icons löschen kann. Das funktioniert nicht. Ich kann hier eigentlich nur die Apps managen, die ich auch später über die Marketplace-App hinzufüge. Die kann ich dann starten, anhalten und Debugging machen. Und die Verbindung kann ich auch wieder trennen. Hier mit dem Button Verbindung trennen. Und das war es dann auch schon. Und am Ende noch eine kurze Zusammenfassung. Erstens, auf sein System prüfen, ob dort Firefox 26 mindestens verfügbar ist und auf dem mobilen Endgerät eben Firefox OS 1.2. Dann sollte man Windows haben, dann den mitgelieferten Treiber vom Hersteller installieren und bei Linux UDEV konfigurieren, also die Datei 21-Android.rules modifizieren. Dann drittens die Bildschirmsperre deaktivieren und das externe Debugging aktivieren. Und zwar bei den Einstellungen. Dann viertens das Add-on ADB Helper
installieren bei dem Browser Firefox und anschließend fünftens den App Manager starten unter Extras Webentwickler App Manager oder in die Adressleiste eingeben about:// app-manager und dort klickt man dann auf Ich will eine Verbindung aufbauen auf das Gerät. Und dann zum Schluss gibt man nur noch das OK bei dem mobilen Endgerät, klickt auf den OK-Button und dann sollte die Verbindung stehen. Das war Userpower von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!